Herzlichen Dank, herzlich willkommen. Jetzt fangen wir an. Also, wie Xander schon gesagt hat, vielen lieben Dank dafür, dass ihr heute hierher gekommen seid. Wir schätzen das wirklich sehr. Und ich glaube, es wäre gut, wenn wir damit anfangen könnten, dass ihr euch vorstellt, wie ihr heißt, wie alt ihr seid und welchen Bezug ihr zu Deutschland und zu den zwei gespalteten Staaten habt. Ja, ein Hallo erstmal an alle zusammen. Danke für die Einladung und ja, ich hoffe, heute ein paar interessante Sachen erzählen zu können. Ich heiße Katja, ich komme aus Deutschland, bin aber in der DDR geboren und als es zum Mauerfall kam, 89, war ich 10 Jahre alt. Ja, und ich denke, ein paar nette Geschichten kann ich dazu erzählen. Und heute bin ich 44 Jahre alt. Vielen Dank. Ja, guten Morgen oder eigentlich schon guten Tag. Mein Name ist Hermann Kratochwil. Ich bin 1938 geboren, habe also kurz den Zweiten Weltkrieg noch miterlebt und dann sind meine Eltern kurz darauf nach Argentinien ausgewandert. Wir sind nach Argentinien gekommen. Ich bin in Argentinien aufgewachsen und ich bin Österreicher, wie man das vielleicht in der Sprache ein bisschen hört. Und habe dann in Berlin 65 an der Freien Universität kurze Zeit studiert und habe also Berlin damals kennengelernt, 3 Jahre nach dem Mauerbau, und habe sowohl in West-Berlin wie in Ost-Berlin Erfahrungen gemacht, die vielleicht ganz interessant sind für das heutige Gespräch. Hallo, ich bin Andrés de la Cruz. Ich bin kein Deutscher, ich bin Argentinier. Ich bin 61 Jahre alt, ich bin Anwalt. Ich habe hier Jura studiert, aber danach bin ich nach Amerika und dann nach Europa ausgewandert. Und ich lebte in Brüssel, wie der Mauerfall stattgefunden hat. Und ich hatte Freunde in Berlin und ich bin nach Berlin gefahren. Und ich war da. Und das ist mein Zeitzeugen. Ich war da, wie der Mauer gestorben ist. Und wir können darüber auch ein bisschen erzählen. Das ist meine Verbindung zu Deutschland. Ist zurzeit, meine Frau ist deutsch, meine Kinder wohnen alle in Deutschland. Und ich bin sehr froh, hier in der Schule weitermachen zu können. Vielen Dank. Also, was ist das Erste, an was Sie sich erinnern, wenn Sie an das gespaltene Deutschland denken? Aus meiner Sicht kann ich nicht so viel dazu sagen. Gespaltenes Deutschland. Ich war noch ein Kind damals, 10 Jahre alt. Was ich weiß, ist, dass meine älteren Brüder, sie wollten reisen, sie wollten ihre Freiheit haben. Und darum sind die Menschen damals auf die Straße gegangen zum Demonstrieren, viele, viele junge Menschen, und haben dafür gekämpft, friedlich dafür gekämpft, dass praktisch das, was damals bestand, dem Ende zugeht. Und glücklicherweise hat es ja auch funktioniert, ne? Ich selber mit 10 Jahren, ich konnte mir da nicht so die Meinung darüber bilden, ja? Also Politik und die ganze politische Sicht, insofern die zwei Herren. Ja, ich denke, für euch ist das ja eine Geschichte, eine alte Geschichte fast, denn immerhin die DDR gibt es seit 35 oder 33 Jahre nicht mehr. Und das ist also für euch eine relativ nahe, aber eben eine Vergangenheit. Ihr könnt euch wahrscheinlich schwer ein Bild machen, wie stark diese Zeit der Trennung zwischen Deutschland, was ja mehr war als nur Deutschland, sondern auch der ganze Bereich der Ostblockländer, der sogenannten Ostblockländer, dass die Zeit des Kalten Krieges und so weiter, das war eine schwierige und komplizierte Zeit in der Weltgeschichte. Und wir hatten das Glück, in verschiedenen Phasen
sehr nahe, diesen Prozess noch mitzuerleben, so wie er hoffentlich nicht mehr sich wiederholen wird. Also meine Erfahrung ist ein bisschen anders. Ich bin zweimal, ich habe zweimal in Deutschland gelebt. Das erste Mal war ich ein Kind mit 13 und ich habe in Stuttgart gelebt. Das war der Hochzeit von der Kalte Krieg. Das war in 75 und 76 und die Spannung zwischen den Ostländern und der NATO, der OTAN, war sehr, sehr hoch. Man könnte die ganze Zeit diese Flugzeuge hören, die Bombarderos waren und haben beobachtet, und das hatte man schon erlebt. Das war in 75. Dann später bin ich, wie ich erzählt habe, nach Brüssel gegangen, und in dieser Zeit konnte ich in 88 zuerst Deutschland nochmal besuchen, Berlin, und ich war in Ost-Berlin und in West-Berlin. Und es war sehr, sehr beeindruckend, diese Trennung, diese künstliche Trennung durch Mauern, und wie Leute, die weniger als 200 Meter fern sind, so anders leben können. Es findet vielleicht manchmal bei uns auch statt, wir müssen darüber denken, aber dieses Kontrast war so riesig. Ich bin nach Ost-Berlin gegangen durch Checkpoint Charlie, wie es eine Grenzkontrollpost war. Und auf der anderen Seite gab es einfach, ich würde sagen, nicht nichts, aber im Vergleich zu was man von der Westseite sehen konnte, war es ein Elend. Es war nur Gebäude, sehr wenige Leute auf die Straße, alles war grau und fast keine Laden. Also sehr, sehr anders. Und dieses Kontrast war riesig und sehr groß. Und ich habe mich schon in 88 gefragt, wie kann das weiter subsistieren? Wie kann es sein, dass Leute, die ungefähr 200 Meter weg voneinander sind, so anders leben können? Dankeschön. Wir haben ja schon gesehen, dass Andres ein Teil der Mauer auch hier hat. Vielen Dank dafür. Das ist wirklich besonders, weil nicht jeder kann so etwas erleben. Vielleicht kannst du es noch einmal zeigen. Also ich glaube, es würde passen, dazu zu fragen, wo ihr wart, obwohl das bei dir schon ein bisschen klar ist, als die Mauer gefallen ist. Und wie ihr euch gefühlt habt, als das geschehen ist. Weil die Mauer hat viel mehr bedeutet als nur das Materielle, was es ist. Es hat Familien getrennt, Länder, Kulturen. Genau, also zu meiner Zeit, als ich 10 war, kam natürlich diese Pressekonferenz damals, 89, am 9. November, kam überall im Fernsehen. Und somit erfuhren wir, dass im Prinzip die Menschen ausreisen dürfen. Für mich damals war das natürlich, in unserer Familie war das ein sehr aufregendes Erlebnis. Mein großer Bruder, der ist 12 Jahre älter als ich, hat sich seinen Rucksack genommen an dem Tag. Das war zeitgleich der Geburtstag meiner Mama, und hat gesagt, so, tschüss Mama, Papa, ich gehe dann mal in den Goldenen Westen. Ja. Das war natürlich für meine Eltern nicht so einfach, aber für die jungen Menschen damals war das natürlich der Schritt in die Freiheit. Und ja, deswegen war das für uns ein bisschen aufregend zu Hause. Genau, ich war leider nicht live dabei, haben das natürlich im Fernseher verfolgen können. Und es war ein ganz großes Ereignis von großer Freude in dem Moment erstmal, ne? Also für die Frage für mich, ich war in Brüssel und wir haben das verfolgt, die Nachrichten, die Ostdeutschen sind über Tschechien und Ungarn zuerst in die Freiheit gegangen, und so, das war ab September, August, September 89, und dann irgendwann wurden die Grenzen gesperrt, glaube ich, und dann fang die Protest an in Ostdeutschland, in der DDR an. Und die große Frage war,
wird das friedlich oder nicht? Weil bis dieser Moment, also wie viele russische Soldaten gab es in Ostdeutschland? Aber ich glaube eine halbe Million. 360.000 russische Soldaten waren stationiert in der Umgebung von Berlin in Ostdeutschland. Also die Gefahr war enorm groß. Und man denkt heute, wir folgen dieses Krieg mit Ukraine, zwischen Ukraine und Russland. Und das hätte eine Möglichkeit gewesen. Klar. Richtig. Also was Sie ansprechen, ist vollkommen korrekt. Die Menschen hatten natürlich auch Angst, weil die DDR war ein Staat der Diktatur. Das heißt, man hatte keine Meinungsfreiheit. Und sobald sich jemand aufgeregt hat oder seine Meinung sagen wollte, war er sofort ja, weg vom Fenster. Also er wurde weggesperrt ins Gefängnis. Und insofern war die Angst bei den Menschen sehr groß. Ne? Was hätte passieren können? Ne? Glücklicherweise ist es ja gut ausgegangen. Habt ihr in diesen Protesten teilgenommen? An den Protesten teilgenommen? Ich nicht, als 10-jähriges Kind, klar, logischerweise. Aber ich glaube, meine Brüder waren dabei. Die Demonstrationen haben begonnen in Leipzig damals. Genau, und ganz zu Beginn, glaube ich, hat man sich getroffen in Kirchen, so in kleineren Gemeinschaften. Und diese Proteste wurden von Mal zu Mal immer größer. Und schlussendlich kam es dann eben zu dem 9. November 89, wo sich ganz, 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 ganz viele Menschen zusammengetan haben, friedlich protestiert haben. Und einfach, die Politiker wurden immer nervöser und ja, was sollte man machen? Na, irgendwie musste man zu einer Lösung kommen und schlussendlich, ja, kam es dann dazu. Abends dann, glaube ich, abends war das am 9. November. Könntet ihr vielleicht für jemanden die DDR beschreiben, der jünger ist und selber nicht so viel Ahnung hat über die Trennung Deutschlands und auch gleichzeitig die Kontraste zwischen den zwei deutschen Staaten beschreiben? Ja, das kann ich, da ich ja tatsächlich ein Kind war. Also ich muss dazu sagen, mir hat es an nichts gefehlt. Ich hatte eine sehr gute Kindheit. Ich wuchs mit großer Sicherheit auf und zum Beispiel, nur ein kleines Beispiel, meine Mama konnte mich als kleines Kind im Kinderwagen vor dem Supermarkt stehen lassen und ist einkaufen gegangen. Und mich hat niemand geklaut, ja, also ich bin noch da. Und das hat man damals mit allen Kindern so gemacht. Also man hat sich sicher gefühlt und des Weiteren, wir hatten auch zu essen. Aber, also wir sind nicht verhungert. Aber was viele sich heute nicht vorstellen können, wir hatten damals zum Beispiel keine Bananen, ja, oder Orangen. Die gab es nur ab und zu und wenn es die dann gab, dann hat meine Mama mich mit dem Einkaufsbeutel zum Einkaufen geschickt und dann stand ich in einer riesen Schlange. Cola Largo, See. Und das war was Besonderes und wir haben uns gefreut, aber es hat uns an nichts gefehlt. Wir hatten zu essen. Und wir hatten natürlich dann unseren eigenen Obst- und Gemüseanbau. Tomate, Gurke, Äpfel, Birnen. Ja, also insofern. Und kurz nach der Wende, natürlich war das für mich aufregend, die erste Cola-Dose in meiner Hand zu halten. Ja, oder Milka-Schokolade zu essen oder ja, was gibt's alles. Aber nein, das war in Ordnung für mich damals. Und ich glaube, manchen täte es heute gut, wenn sie nicht alles hätten. Als ich in 1988 ging nach Berlin, musste ich durch Ostdeutschland fahren. Und was mich auch sehr beeindruckt war, war diese Sicherheitskontrolle. Also überall gab es Polizei, Hunde, sie haben die Leute kontrolliert, mit Spiegeln unter den Autos geschaut. Die Leute in Bahn streng kontrolliert. Es hat stundenlang gedauert, über die Grenze zu kommen. Und es gab fast, ich würde sagen, so viele Polizisten wie Zivilisten. Ja? Manchmal hatte man das Gefühl, es ist unglaublich, wie viele Leute gebraucht werden, um die anderen zu kontrollieren.
Und das fand ich ganz, ganz komisch, muss ich schon sagen. Ja, also ich wünsche euch allen ein langes Leben, denn das macht es möglich, dass man solche Vorgänge, historische Vorgänge, sowohl am Anfang wie mehr oder weniger am Ende miterleben kann. Mein Kollege hat hier ja mitgeholfen beim Mauerabbruch, eigentlich sehr wenig, aber doch etwas. Ne? Es waren viele, die sich ein Stück abgebrochen haben. Ich bin in Berlin gewesen zum letzten Mal 2013. Da war ich eingeladen zu einer Buchpräsentation. Ich hatte einen Roman geschrieben und ich musste da in einigen Buchhandlungen lesen. Und ich habe dann meiner Enkelin ein Stück von der Mauer gebracht, das wurde als Souvenir verkauft. Also ich bin nur ein Souvenirjäger der Mauer gewesen. Aber das, was er erzählt hat, ist sehr interessant. Wir sind 65 zum ersten Mal nach Berlin gefahren, meine Frau und ich damals. Wir wurden an der Grenze von Westdeutschland aufgehalten und da wurde uns gesagt, also ihr dürft nur strikt nach Berlin fahren, ihr dürft von der Straße niemals abweichen, also es war praktisch ein Korridor. Man fuhr in ein Land, in dem man sich nicht bewegen durfte, man musste auf der Straße bleiben. Wir fuhren dann, man musste stur sein, das war eine wichtige Qualität in Ostdeutschland, ein bisschen stur zu sein. Und dann fuhren wir auf dieser Straße strikt bis Berlin und an der Grenze, um wieder nach West-Berlin hineinzukommen, mussten wir dann noch eine Strafe bezahlen, weil wir angeblich irgendwo die 50 oder 60 Stundenkilometer überschritten haben. Also das wurde uns natürlich abgerechnet. Und dann haben wir genauso wie du erlebt eben diese strengen Kontrollen. Wir hatten den argentinischen Pass, wir konnten ohne weiteres aus West-Berlin nach Ost-Berlin fahren. Das war sehr reizvoll für uns. Wir haben also Ost-Berlin als eine sehr angenehme Atmosphäre erlebt, als Touristen mit unserem westeuropäischen Geld. Wir konnten damals in den Confiterias große Eisportionen konsumieren für das 10-mal billiger als in West-Berlin. Und das war schon sehr attraktiv, ne? So in eine Konditorei zu gehen und mit den Torten und Eis und so weiter musste man nicht sparen. Das war alles sehr praktisch. Und wir haben eigentlich dieses Ost-Berlin als attraktiv empfunden. Es war auch ein bisschen wie in einem Museum. Denn irgendwie war der Krieg irgendwie noch präsent in den Konstruktionen. Es gab noch viele Ruinen in Ost-Berlin damals. Und die Leute waren in der Kleidung ganz anders. Es war wie in einem Film. Plötzlich haben sich alle anders gekleidet und gingen auch irgendwie auf der Straße leicht gebückt. Und man hatte noch irgendwie in der Luft lag immer noch, dass der Krieg erst vor wenigen, etwas knapp 9 oder 10 Jahren vorbeigegangen ist. Und dann etwas mehr, also das waren dann schon 65, sind dann schon 15 Jahre, ne? 65, 55, ja. Und das war also dann schon, der Krieg lag irgendwie noch in der Luft und die Besatzung machte sich natürlich deutlich. Aber ansonsten haben wir das natürlich wenig mitbekommen. Den Mauerfall selbst habe ich nicht erlebt, nur wie wir alle, eben aus dem Fernsehen und in den Nachrichten und so weiter. Und da kam dann natürlich in der Erinnerung viel hoch, wie wir damals diese Mauer, bin die ganze Mauer abgegangen, von Süd nach Nord, damals 65, da stand sie erst seit 3 Jahren, sie war also relativ neu, Flamante. Und da bin ich die ganze Mauer abmarschiert und war also tief beeindruckt von dieser völlig absurden
Leistung, eine Stadt wie eine Torte einfach in der Mitte zu zerschneiden. Oft ging es quer durch Häuser und Höfe und Straßen durch. Es war unglaublich. Und das zu sehen, wirklich zu sehen und immer noch arbeiten daran, es wurde immer noch gemauert und gemauert, das war schon sehr eindrucksvoll. Der Mauerfall bedeutete eine sehr wichtige Wende für Deutschland. Wie veränderte sich Deutschland nach diesem in den darauf folgenden Jahren? Also ich kann dazu sagen, natürlich war die Freude am Anfang riesengroß, also zumindest bei den ostdeutschen Bürgern. Und man hat sich gefreut über Freiheit, über Reisefreiheit, Meinungsfreiheit, über tolle neue Produkte. In diesem Moment war das alles super und ganz toll, aber man muss auch dazu sagen, dass die Freude nur kurze Zeit währte, denn viele, viele ostdeutsche Firmen wurden verkauft an Geschäftsleute und die wurden dann weitergekauft und weiterverkauft. Also es wurden ganz viele Firmen zugrunde gemacht damals und die Wirtschaft ist enorm gesunken. Das heißt, es gab eine große Arbeitslosigkeit damals und zu meiner Zeit, zu meiner Jugend, als es um Ausbildung gab, um Ausbildungsplätze ging, war es sehr, sehr schwer, eine Ausbildung zu bekommen. Oder ja, auch für mich, also man musste ganz viele Bewerbungen schreiben und so weiter und so fort. Und viele von meinen Klassenkameraden, mit denen ich viele, viele Jahre zusammen Zeit verbracht habe, die sind alle weggegangen. Alle in die westlichen deutschen Länder gegangen, um dort ihre Ausbildung zu machen. Also es war nicht alles Gold, was glänzte im Nachhinein. Ja, was ich natürlich glaube, ich bin auch vom Beruf her Soziologe, das heißt, ich sehe die Sachen natürlich auch ein bisschen von der Theorie her, aber man bildet sich oft ein, dass die Veränderungen in einer Gesellschaft relativ schnell und nahtlos ablaufen. Das ist ein großer Irrtum. Wenn etwas geschieht in der Gesellschaft von diesem Ausmaß, von dieser Prägnanz, wie dieser Mauerbau und dann der Mauerfall und diese ganze Existenz eines Staates wie die DDR, eines durchaus zum Teil nicht erfolglosen, sondern auch mit einigen Erfolgen verbundenen Staates, dann glaubt man, wenn dieses Phänomen zu Ende ist, ist alles weg. Das stimmt nicht. In den Köpfen, in den Denken, in den Sinnen der Menschen hat sich das fest verankert. Ihr könnt das sehr leicht mitverstehen. In Argentinien spricht man auch noch immer von politischen Ereignissen, die 60 oder 70 Jahre zurückliegen, als seien sie gegenwärtig noch irgendwie enorm wichtig. Das ist also wirklich auch in Deutschland weiterhin die Erfahrungen in der DDR gemacht worden sind, die Entwicklungen sind in den Köpfen weiter noch aktiv und man sieht das in der heutigen deutschen Entwicklung, in der Entwicklung der Parteienlandschaft, in dem sogenannten Rechtsrutsch in Deutschland und in den Wahlergebnissen der ehemaligen Bundesländern im Osten, dass diese Erfahrung nicht völlig verschwunden ist, sondern irgendwie amalgamiert doch weiterhin in den Köpfen und in den Verhalten aktiv ist. Ich wollte nur zwei Überlegungen mitteilen. Eine ist, dass für die Westdeutschen es hat wenig Auswirkungen gehabt. Für denen war das Leben ganz normal. Es ging weiter und plötzlich kommen die Cousins von der Ferne, aber das Leben ging ganz weiter. Und das war nur möglich, denke ich, dass diese Entscheidung, weil es hat Westdeutschland unglaublich viel Geld gekostet, dann die Ostdeutschland zu integrieren. Das war nicht frei, das war unglaublich teuer. Aber das war möglich, weil die Generation, die das entschieden hat, war die Kriegsgeneration. Und sie hatten es so, so tief, dass diese Trennung künstlich war, dass es konnte nicht so sein, dass der Kohl, der Schmidt, der Weizsäcker, alle diese Führer, diese Politiker konnten nicht glauben, dass Deutschland auseinander weiter existieren konnte.
Und ich denke, für uns in Argentinien manchmal, wie wäre es, wenn wir einen Teil von unser Land in der andere Richtung plötzlich verlieren würden, dass ein Separatismus kommt und sagt, wir wollen nicht weiter Capital und Gran Buenos Aires als gleiches Land haben. Das passiert manchmal, ja, aber diese Sachen sind total kompliziert, schwierig und trennen die Leute sehr tief. Der Bezug zu der Aktualität ist sehr interessant für uns, weil wir oft nur aus Geschichtsbüchern lernen können. Und deswegen wollte ich das Interview mit der letzten Frage abschließen. Was hat Deutschland von diesen Ereignissen gelernt, das Argentinien heute gebrauchen könnte? Also ich glaube, was Deutschland gelernt hat, ist, dass Mauern keine Lösung sind. Und wir müssen auch denken, wie viele Mauern wir bauen, ununterbrochen, nicht nur also aus Beton und Ziegelstein, aber Mauern bauen wir die ganze Zeit. Und es kostet unglaublich viel, eine Mauer zu bauen, aber irgendwann muss es runterkommen. Und das kostet auch viel. Und was ich sehe, was wir merken, ich glaube von Deutschland und die Reise gemacht haben, Deutschland ist eine ganz offene Stadt, eine ganz offene Gesellschaft heute. Es gibt viele Nichtdeutsche in Deutschland und diese Toleranz, diese Akzeptanz wurde wahrscheinlich auch ermöglicht durch diese Wiedervereinigung oder diese Vereinigung, weil es war eine Entscheidung, die anders sind, reinzubringen. Und das ist eine große, große Lesung, würde ich sagen, also das, wovon man lernen kann. Das ist eine einmalige Gelegenheit für die Argentinier auch, ganz bestimmt. Denn diese Geschichte, diese Jahre haben gezeigt, wie sich zwei verschiedene wirtschaftliche und gesellschaftliche und politische Modelle verhalten, welche Entwicklungsmöglichkeiten sie haben, welche Schwierigkeiten und welche Chancen. Das ist sehr interessant, wenn man hier von Modellen spricht, wie man das Land ihr müsst ja dieses Land weiter irgendwie führen. Ihr seid die Generation, die jetzt demnächst dran ist, hier etwas zu machen in diesem Land. Und diese beiden Modelle sind sehr interessant. Dieser Kapitalismus auf der einen Seite, aber sozialwirtschaftlich gelenkt, wie er in Westdeutschland vorwiegend eben aktiv war. Und auf der anderen Seite der sozialistische gelenkte Markt mit der entsprechenden Politik und so weiter. Da habt ihr es immer wieder, könnt ihr dann vergleichen und sehen, wie es den einen ging und wie es den anderen ging. Es ist nicht ideal, auf beiden Seiten absolut ideal gewesen. Und ihr könnt daraus lernen, wie man aus diesen beiden Formen eine bessere Entwicklung sich vorstellen kann. Und in den Gesprächen und in den politischen Auseinandersetzungen in Argentinien sind diese Themen permanent präsent. Immer wird hier über Markt diskutiert, über Freiheit einerseits, andererseits wird dann gesagt, ja, aber der Markt alleine ist unmenschlich. Und dann gibt es eben Modelle wie die soziale Marktwirtschaft zum Beispiel, die eben das Soziale und das Marktwirtschaftliche zu vereinigen sucht und letztlich siegreich war, indem es auch heute dann die ehemalige DDR einverleiben konnte und relativ positiv abgelaufen ist. Relativ, denn perfekt ist natürlich nichts in der Politik. Super. Vielen Dank, dass ihr alle unsere Fragen so schön beantwortet habt, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich glaube, ich kann für Xander und mich sprechen, wenn ich sage, dass wir beide wirklich gerne weiter mit euch sprechen würden. Leider bleibt uns aber nicht die Zeit. Und ich bedanke mich bei Herr Wehmann, bei Facundo für die Hilfe und auch bei dem Publikum für die Aufmerksamkeit. Ich glaube, der Herr Wehmann, der möchte
sich noch an euch wenden und danke für alles. Und wir haben noch ein paar Geschenke für die Zeitzeugen und für ihre Nettigkeit. Okay. Vielen Dank. Ja, zunächst einmal möchte ich ein ganz großes Lob aussprechen an Xander und Anna-Maria, die diese Podiumsdiskussion vorbereitet haben und durchgeführt haben. Das ist keine einfache Aufgabe, vor 100, 150 Mitschülerinnen und Schülern so eine Veranstaltung durchzuführen. Ich fand es ganz spannend zuzuhören. Wir haben drei ganz verschiedene Leben vor uns. Wir haben drei verschiedene Generationen vor uns gehabt. Und von denen allen haben wir Erfahrungen hören können, was im Jahr 1989 und davor passiert ist. Und das sollte für einen Großteil von euch so ein bisschen diesen Tag, den wir heute mit dem Akto angefangen haben, dann mit einem Film über eine ganz besondere Situation, die mit der Staatssicherheit, mit dem Ausspionieren des Alltags zu tun hat. Und dann jetzt eben hier nochmal eine Erfahrung auf ein ganz normales oder ganz normale Leben in der DDR gehabt haben. Man war nicht Opfer, sondern man hat einfach dort gelebt und das Leben war anders. Also ich bin 10 Jahre vor dir aufgewachsen im Westen und das waren Riesenunterschiede zwischen dem, was wir erlebt haben. Und ich glaube, das ist ganz spannend, das zu sehen. Und ich bin ja selber 1990 in die damals dann schon ehemalige DDR gekommen und das war ein anderes Land. Auch wenn wir die gleiche Sprache gesprochen haben, aber es war ein anderes Land und ein bisschen ist es heute auch noch ein anderes Land. Ich habe es heute Morgen in unserer Ansprache angedeutet. Also vielen Dank, dass Sie drei hier gewesen sind. Vielen Dank euch beiden nochmal. Dankeschön.